Hier in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man LSBDFA richtig installiert und konfiguriert. Außerdem möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben, welche Grafikeinstellungen ihr vornehmen müsst, damit ihr eine bessere Performance im Spiel habt. Fangen wir erstmal mit dem Download an. Hier gehen wir auf die lsbdfa.com Seite, auf den Download von LSBDFA, klicken hier einmal auf den Download, dann scrollen wir hier runter, nochmal auf Download und dann gehen wir hier den manuellen Installer. Haben wir LSBDFA nun runtergeladen, sehen wir hier eine Menge Dateien im Download-Verzeichnis. Da machen wir einfach Folgendes. Wir markieren einfach alles und schieben das in unser GTA 5 Hauptverzeichnis rüber. Haben wir das nun erledigt, gehen wir hier einmal auf den LSBDFA-Ordner und suchen hier die LSBDFA-INI-Datei. Hier haben wir ganz oben Main Preload All Models True. Das müssen wir einmal ändern auf False. Speichern das Ganze. Dann gehen wir wieder zurück in unser Hauptverzeichnis, suchen hier die Rage Plugin Hook Exe-Datei, die ist hier. Klicken hier einmal hier auf Eigenschaften, gehen auf Kompatibilität. Und machen hier einen Haken bei Programm als Administrator ausführen. Das ist sehr wichtig. Dann gehen wir hier einmal auf Übernehmen, dann auf OK. Wenn wir das getan haben, können wir die Rage Plugin Hook Exe einmal starten. Dann haben wir hier folgendes Problem. Wir haben hier eine Warnung durch Windows. Und die können wir einfach folgendermaßen umgehen, wenn wir hier auf weitere Informationen klicken und dann auf Trotzdem ausführen. Jetzt öffnet sich Rage Plugin Hook. Hier bestätigen wir einfach alles mit OK. Und wenn wir hier angekommen sind, sehen wir hier Plugin Timeout Threshold 10.000. Den Wert ändern wir einmal um auf 60.000. Dann gehen wir hier auf Save und Launch drauf. Gehen nochmal auf OK. Und jetzt startet das Spiel samt Rage Plugin Hook zusammen. Damit wir in Rage Plugin Hook eine sehr gute Performance haben können, müssen wir einmal in die Einstellungen reingehen in GTA 5. Als erstes gehen wir auf die erweiterte Grafikeinstellungen. Hier ist es wichtig, dass alle Komponenten komplett ausgeschaltet sind. Dann haben wir hier die normale Grafikeinstellungen. Hier haben wir folgende Einstellungen, die wichtig sind. Als erstes die Begrenzung, die muss angeschaltet sein. Dann muss DirectX 11 eingestellt sein. Und dann haben wir als nächstes FXAA, das muss ausgestellt sein. MSAA muss ebenfalls ausgestellt sein, ist es ja auch schon. Und dann gehen wir hier weiter unten. Bevölkerungsdichte empfehle ich euch 10%. Bei Bevölkerungsvielfalt auch. Dann gehen wir weiter runter, dann haben wir die MSAA, muss ausgeschaltet sein, dann haben wir die Wasserqualität auf normal umstellen und dann haben wir die Grasqualität auch auf normal umstellen und das war's, denke ich, auch schon. Genau, und dann einfach auf die Leertaste, indem wir die Änderung übernehmen, dann wird das Spiel neu gestartet. Und ganz wichtig für euch zu wissen ist, damit Rage Plugin Hook problemlos mit GTA 5 zusammen starten kann, müsst ihr Rage Plugin Hook unbedingt aus dem GTA 5 Verzeichnis starten. Ihr dürft also keine Verknüpfung mit Rage Plugin Hook erstellen, denn das verursacht nämlich Probleme. Hier klicken wir wieder auf Story Modus drauf, wo Rage Plugin Hook diesmal drauf steht. Wir treten einmal das Spiel und wenn wir angekommen sind im Spiel, klicken wir einmal die F4-Taste, dann geben wir folgenden Befehl ein, Load Plugin. Und dann einmal die Leertaste und dann sehen wir schon LSBDFA First Response. Klicken wir einmal drauf und dann nochmal mit Enter, dann wird LSBDFA auch schon geladen. Und wenn ich euch helfen konnte, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.